Das ist unsere Sea Pearl, mit der wir seit knapp 2 Jahren einmal um die Welt segeln. Immer auf der Suche nach schönen Orten und tollen Bildern. Nach den Abenteuern auf unseren Weltmeeren wollen wir die Reise im Mittelmeer ausklingen lassen. Kommt jeden Sonntag mit an Bord und seid hautnah dabei. Letzte Woche waren wir mit euch an der türkischen Südküste im Golf von Göcek unterwegs und sind dann nach Ekincik gesegelt. Wir sind jetzt heute früh aufgestanden, weil wir uns eine Bootstour in den Dalian River organisiert haben. Das ist hier gleich eigentlich in der Nachbarbucht ein relativ großes Delta. Wir sehen also hoffentlich einiges an Marsch- und Schilfland. Und dann kommen wir zur antiken Stätte von Kaunos mit einem großen Amphitheater, dann nochmal zum antiken Dalian, ist heute auch ein modernes türkisches Dorf, aber da gibt es dann noch Felsengräber aus karischer Zeit, also vor Römern und Griechen zu sehen. Und ja, wir haben uns einen kleinen Touristenausflug gebucht. Am Weg fährt unser Dampferkapitän noch in eine kleine Höhle mit Durchbruch auf der anderen Seite. Es geht vorbei an Steilklippen, einigen Sandstränden, die Schildkröten zur Eierablage nutzen und über eine wirklich flache Barre in das Delta des Dalian-Flusses. Die antike Stadt Kaunos war ein wichtiger Hafen in griechischer Zeit und wurde damals von der gegenüberliegenden Insel Rhodos aus kontrolliert. Heute zeugen einige Tempel aus griechischer und römischer Zeit und frühe christliche Kirchen von der langen Geschichte der Stadt und unter anderem das große Theater vom frühen Wohlstand. Der ist im Altertum vor allem aufgrund des fruchtbaren Umlandes und der reichen Obsternten gewachsen. Eidechse und Eichhörnchen wollen sich am gleichen Felsen sonnen. Anschließend machen wir uns auf den Aufstieg auf die frühere Akropolis der Stadt. Obwohl es langsam warm wird, lohnt sich der beeindruckende Ausblick wirklich. Thank you.
Am Gegenhang sehen wir die Felsengräber der karischen Siedlung Dalian aus der Vorzeit, an denen wir dann nochmal ganz nah mit dem Boot vorbeigefahren werden. Nach diesem Ausflug machen wir uns entlang der Küste weiter auf den Weg nach Westen und können in einer leichten thermischen Brise am Nachmittag sogar etwas segeln. So gleiten wir langsam zu unserem Tagesziel, der Bucht Bosukale. Wir machen am Restaurant Anleger fest und genießen einen weiteren ruhigen Abend mit gutem Essen. Am nächsten Morgen erkunden wir die über der Bucht liegende Zitadelle, wie Kaunos noch aus der Zeit der Vorherrschaft von Rhodos. Thank you.
weil wir jetzt hier zwischen zwei kleinen griechischen Inseln durchfahren, haben wir die türkische Fahne mal runtergeholt. Wir fahren aber von der Türkei in die Türkei und fahren hier nur kurz durch griechisches Gebiet durch, ohne auszuklarieren in der Türkei und ohne in Griechenland anzulegen. Heißt aber, wir tun die Gastlandflagge trotzdem lieber mal runter. Eigentlich wollten wir in Sümi anhalten, aber der Wind macht es jetzt nicht ganz möglich, weil es die nächsten Tage sehr starker Nordwestwind wird, also Meltemi. Und wir am Samstag, also in 5 Tagen, in Kos sein wollen, um meinen Papa mit an Bord zu nehmen. Und ja, deswegen lassen wir Sümi aus. Aber wir können ja auch nicht alles in dieser Reise abklappern. Muss ja auch noch was für die Zukunft geben, was wir dann anschauen können. Geankert in Knidos und wir haben den Anker das erste Mal seit Saudi-Arabien verwendet. Das heißt, das erste Mal seit 6 Wochen wieder geankert und nicht in Häfen. Auch ganz nett. Auch Knidos war schon in der Antike ein wichtiger Hafen auf den Handelsrouten von der Ägäis in den Nahen Osten. Jetzt segeln wir ungeplanterweise richtig schnell, 7 Knoten gerade, von Knidos, von dem antiken Hafen Knidos in Richtung Bodrum. Große Touristenstadt mit einer riesigen, leider auch sehr teuren Marina, aus der wir dann morgen Vormittag aus der Türkei wieder ausklarieren, um hier auf die erste griechische Insel für uns, das ist Kos, zu fahren. Also ein ganz, ganz kleiner Hüpfer. Ja, scheint so, als ob die Planung auch mit dem Wind halbwegs aufgehen würde hier. Was heißt denn teuer? Was haben wir in den anderen Häfen gezahlt und hier? In der Ece Marina in Fethiye haben wir bezahlt 92 Euro. An den Restaurantstegen nichts, beziehungsweise in dieser etwas nobleren Mai Marina in der Bucht Ecikinik, da haben wir 42 Euro bezahlt. Hier in Bodrum wollen sie sage und schreibe 204 Euro für die Nacht.
Trotz der Touristenmassen finden wir in Bodrum einige wirklich schöne Ecken, bevor es am kommenden Tag über die Meerenge nach Kos in den Altstadthafen geht. Der Wahnsinn! Und ehrlich gesagt, ich muss nicht mehr was tun. Die Seapearl fährt einfach geradeaus. Der Hammer. Über 6 Knoten. Unsere Familienzeit im Dodekanes, also in der östlichen Ägäis in Griechenland, zeigen wir euch wieder hier auf unserem Kanal am kommenden Sonntag. Danke fürs Zuschauen und eure lieben Kommentare und Likes unter unseren Videos. Bis nächsten Sonntag!